Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin sehr dankbar, dass in dieser Debatte deutlich geworden ist, dass wir heute zwar hier einen militärischen Einsatz beschließen, aber dass das Militärische nicht die letzte, nicht die einzige Antwort auf IS und den Terrorismus und die Barbarei ist, der wir uns gegenübersehen. Und deswegen würde ich gerne zum Schluss der Debatte noch einmal darauf aufmerksam machen, dass die deutsche Außenpolitik in einer großen Kontinuität steht, die Diplomatie, die Verständigung, die das Herstellen von Gesprächskontakten in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellt. Das ist bei Vorgängerregierungen so gewesen, und das ist bei aktuellen Konflikten, die wir zu bewältigen hatten, auch so gewesen. Ich darf in Erinnerung rufen den Ukraine-Konflikt, der übrigens mitnichten beendet worden ist, mit schweren Völkerrechtsverletzungen seitens Russland. Es war Deutschland, es war die deutsche Bundeskanzlerin, die dafür gesorgt hat, dass wir zu dem Minsker Prozess gekommen sind, die Frankreich eingebunden hat, die dafür gesorgt hat, dass Präsident Putin mit am Tisch saß. Es war die deutsche Bundeskanzlerin, es war Deutschland, das auf Diplomatie, auf Verständigung gesetzt hat. Es war Deutschland, das sich im Übrigen der Forderung von Waffenlieferungen an die Ukraine widersetzt hat. Wir sind also nicht militärisch geprägt in unserer Außenpolitik. Aber wir wissen, dass es Situationen gibt, in denen wir auch bündnisfähig sein müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es war der deutsche Bundesaußenminister, der viel Kraft und Energie verwandt hat auf die Nukleargespräche, die den Iran betrafen, und der wesentlich dazu beigetragen hat, dass wir zu einem Erfolg gekommen sind. Und es war der deutsche Bundesaußenminister mit unserer Unterstützung, Herr Gerg, ich glaube sogar mit Ihrer, dafür ein herzliches Dankeschön, der nach erfolgreichem Abschluss der Nukleargespräche eine bemerkenswerte Reise gemacht hat, erst nach Teheran, dann nach Riad, erst nach, in den Iran, danach nach Saudi-Arabien, und der damit wichtige Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass der Wiener Prozess beginnen kann. Und jeder weiß hier doch im Hohen Hause, der zustimmen will heute, militärisch werden wir es nicht lösen. Wir werden es nur lösen, wenn der Wiener Prozess vorangeht. Und das schaffen wir eben ohne Iran und ohne Saudi-Arabien nicht. Und ich möchte ganz herzlich Frank-Walter Steinmeier dafür auch ein Dankeschön sagen, dass er dafür sich eingesetzt hat. Das hat viel geholfen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber jetzt gibt es eine Entschlossenheit der internationalen Gemeinschaft zum Kampf gegen diese Barbarei. Und es geht eben nicht, Frau Kollegin Wagenknecht, darum, und ich würde Sie doch sehr herzlich auffordern wollen, das noch einmal zu überdenken und diese Formulierung auch zurückzunehmen. Es geht nicht um den Wettstreit, wer der Bessere im Morden ist, wie Sie heute Morgen hier gesagt haben. Ich halte das für eine schlimme Entgleisung. Wir sind an der Seite der Weltgemeinschaft. Und die, was auch immer Sie völkerrechtlich aus der UN-Resolution herleiten, die UN-Resolution hat diese Barbarei des IS verurteilt. Und wir sind, Herr Kollege Gerke, wir sind auf der Seite der Humanität, wir sind auf der Seite des Rechts, wir sind auf der Seite des Internationalismus, sage ich den Linken mal. Hört ihr nicht die Signale? Sie sind Provinzialisten, wenn Sie sich zurückziehen hier in diese linke Ecke des Deutschen Hauses. Und ich kann den Grünen in dieser Debatte nicht ersparen, die ja nicht ohne Stolz, die ja nicht ohne Stolz, das muss man anerkennen, in vielen Debatten über Europa, die Griechenland-Rettung, die Portugal-Rettungspakete, immer wieder darauf hingewiesen haben, aber manche Rede des Kollegen Trittin hier wirklich in guter Erinnerung, die gesagt haben, sie stehen für das europäische Projekt. Und Herr Kollege Hofreiter, es ist in dieser Lage, bei all den Fragen, die es noch gibt zur Zukunft in Syrien, und bei all der Unfertigkeit dieses Projektes, das wir jetzt auch sehen, es ist nicht trivial,
in dieser Lage Frankreich die Solidarität zu versagen. Die deutsch-französische Freundschaft ist nach wie vor, wir haben das vor einigen Jahren hier gemeinsam, 2003 gemeinsam begangen, ist nach wie vor eine Sache, für die wir die tiefste Dankbarkeit empfinden müssen, die wir in dieser Situation empfinden müssen. Europa wird schlicht und ergreifend handlungsunfähig ohne eine funktionierende deutsch-französische Achse. Und da können Sie auf viele andere Projekte zu Recht hinweisen. Natürlich machen wir Mali. Das ist alles richtig. Aber in dieser Situation diese Bitte des französischen Präsidenten und des französischen Staates abzulehnen, würde die deutsch-französische Freundschaft auf das Schwerste schädigen. Und wenn Sie sich zum Projekt Europa bekennen, dann müssen Sie sich an dieser Stelle auch zur Solidarität mit Frankreich bekennen. Und dann muss man jetzt auch springen und darf sich nicht zurückziehen auf intellektuelle Spielchen, meine sehr verehrten Damen und Herren von den Linken. Meine Damen und Herren, die Christen in dieser Welt bereiten sich auf das Weihnachtsfest vor. Nach unserer schwierigen Entscheidung müssen sich auch deutsche Soldatinnen und Soldaten auf einen schwierigen, schweren und gefährlichen Einsatz vorbereiten. Wir wünschen Ihnen alles Gute, Gottes Segen und dass Sie wohlbehalten nach Erfüllung Ihres Auftrages zu Ihren Familien zurückkehren können. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache.